Heute unternehmen wir einen Ausflug durch die Streuobstregion und wir starten unsere Reise bei den Schafen vom Seppelwirt. Brav tun sie fressen, gell? Ist nur ein Brot. Das sind ja ganz besondere Tiere. Ja, es ist das braune Bergschaf, eine hochgefährdete Rasse. Wir züchten das seit 30 Jahren jetzt da, insgesamt 50 Jahre heute Schafe. Und wir züchten und verkochen auch in unserem Gusthaus. Da macht noch der Thomas, der Küchen, unser Chef, macht noch schöne Gerichte daraus, gute Gerichte, die sehr beliebt sind in der Region. Für seine Wildspezialitäten bekannt ist das Gasthaus Ochensberger. Ja, wir haben ein eigenes Gehege. Wir haben ca. 30 Stück. Die Größe ist ungefähr 5 Hektar. Und davon werden jährlich ca. 10 entnommen für die Küche. Damit unsere Gäste auch eine gute Qualität haben, schauen wir drauf. Und wird auch gut gefüttert. Den Gästen schmeckt es? Ich hoffe, ja. Momentan oder bis jetzt sind sie immer noch zufrieden weggegangen. Die besten Schwammerl der Region, die gibt es natürlich beim Schwammerlwirt. Ja, das habe ich schon öfter gehört, dass das so an die Stammgäste, gell? Die Leute kommen wirklich von überall her. Welche Schwammerlsorten gibt es denn bei euch da in der Region? Bei uns gibt es sehr viele Leute. Da sind die Starbütz, da sind die Parasol, da sind die Eierschwammerl, die Morcheln im Frühjahr, die Bredling im Sommer, was bekannt ist, die was man auf die Herdplatten legt. Im Herbst die Herbsttrompeten, die schwarzen. Ein echtes Schwammerlparadies mit einem Wort. Ja, genau, echt Schwammerlparadies. In Kindberg befindet sich eine ganz besondere Straße, und zwar die Suppenstraße. Die gibt es allerdings nur einmal im Jahr. Allerdings bereits eine Veranstaltung mit einer langen Tradition. Ich glaube, da haben sich ein paar findige Leute zusammengerottet sozusagen und haben überlegt, was man für die Innenstadt auch tun kann, was da gut wäre für die Belebung. Und ein paar Wirte haben halt einfach begonnen, Suppen auszuschenken. Und das ist zu so einem Selbstläufer geworden, dass es jetzt im ganzen Mürztal schon bekannt ist und auch darüber hinaus schon. Einen Teil der Einnahmen spendet man immer an die Aktion Licht ins Dunkel. Also der Kindberger Spendenverein spendet es ausschließlich einer steirischen Familie, die es notwendig hat, die eventuell ein behindertes Kind da zu Hause haben, und es wird zu 100% das Geld dafür verwendet. Ein beliebter Treffpunkt für Wanderungen quer durch die Streuobstregion ist der Parkplatz beim Turmwirt. Ja, ein sehr großer Parkplatz, auch geeignet für Busse und natürlich auch für Pkw. Die Leute gehen hier los, den Herzwärtsweg. Wir haben ein kleines Wandernetz zum Kuhlstein und hier in der näheren Region, wo man rundherum marschieren kann. Und die Leute kehren dann auch wieder zurück und dann gibt es eine gute Jausen zum Abschluss der Wanderung. Wie lange ist denn dieser Herzwärtsweg? Ja, der Herzwärtsweg ist 27,7 Kilometer, aber man muss ihn nicht auf einmal gehen, sondern den kann man natürlich auch etappenweise gehen, mit Einstieg in Allerheiligen, Kindberg und wie hier jetzt in Mürzhofen. Für jedermann gedacht, und man kann auch kleine Teilstücke gehen. Auf jeden Fall ist es ein Weg, der rund um Kindberg führt, der nicht so hoch hinaufgeht, sodass man die Stadt immer im Blick hat und die ganzen Kirchen. Das ist auch etwas Besonderes. Und das Schöne ist, dass wir jetzt wandern gehen. Ich freue mich schon drauf. Ein beliebtes Ausflugsziel ist auch der sogenannte Sortenerhaltungsgarten. Wie viele Apfelsorten gibt es denn bei Ihnen? 54. Welche besonderen Sorten sind denn da dabei? Ja, Maschanska, Bohnapfel, Ilzerosenapfel, Bernerosenapfel, Goldrenetten. Wie alt sind diese Sorten? Das sind Sorten, die sind sicher ein paar hundert Jahre alt. Damit die Qualität der Äpfel auch in Zukunft gewährleistet ist, gibt es in Kindberg einen eigenen Baumwart. Ich mache Obstbaumpflege, schneiden, fädeln auch teilweise, Pflanzungen machen, alles, was rund um den Obstbaum geht. Wem das Wandern zu anstrengend ist, der genießt ganz einfach die herrliche Aussicht, zum Beispiel hier am Stanzer Naturbadeteich. Sind Sie gerne da bei dem Badeteich? Ich bin heute das erste Mal da. Ich bin überhaupt noch nie in der Steiermark gewesen. Was, Sie sind zum ersten Mal in der Steiermark und dann gleich beim schönsten Ausflugsziel? Ja, ja, genau, haben wir gerade gefragt. Wo kommen Sie her? Von Achensee. Ah, verstehe. Und na, wie gefällt es Ihnen in der Steiermark, ja, da in der Region schön. Kindberg? Die Wochen habe ich so viel kennengelernt. Gewaltig. Schön in der Steiermark, gell? Ja. Gerne wandert man in der Streuobstregion auch auf dem Sonnenwanderweg. Ja, und das Besondere ist auch, wir haben über 30 Sonnenobjekte
Betriebe haben zum Thema Sonne und Energie mit werkeigenen Materialien diese Sonnenobjekte gestaltet. Es gibt also immer etwas zum Schauen, zum Genießen und nebenbei kann man wandern. Die wunderbare Natur in dieser Region lädt natürlich auch zum Radfahren ein. Genau, wir haben für den Genussradler unten im Tal den R5 und heroben am Berg hier beim Ochnerbauer sind wir auf knapp 1000 Meter für den sportlich ambitionierten Radlfahrer mit einer E-Bike-Ladestation. Aber nicht nur das Rad wird aufgeladen, sondern auch der Fahrer kriegt was Ordentliches in den Bauch. Da heroben gibt es ja ganz besondere Spezialitäten. Ja, wir haben Spezielles vom Hochlandrind. Die wachsen in der Natur auf, brauchen kein Kraftfutter und das merkt man dann auch beim Fleisch, das wirklich speziell ist. Und es gibt die verschiedenen Gerichte, was wir im Gasthaus verkaufen. Auch der Winter hat in der Streuobstregion so einiges zu bieten. Die idyllische Naturlandschaft lockt viele Spaziergänger ins Freie. Manche nützen die verschneiten Hänge auch für ausgedehnte Schneeschuhwanderungen im unberührten Schnee oder für eine erfrischende Rodelpartie. Wer den Alltagsgedanken entfliehen möchte, der nutzt die klare Luft in der Höhe und die verschneiten Berge, um bei einer Skitour wieder Energie zu tanken. So mancher wagt auch den Schritt aufs glatte Eis, um sich beim Eisstockschießen zu messen. Ein Sport mit Tradition. Auch unsere Großeltern und Eltern haben schon fest Eis geschossen und jetzt natürlich unsere Jugend, was uns sehr stolz macht. Auch natürlich unsere Wirte, die fast jeder Eisbahn haben. Wir haben in unserer Region mindestens 10 Eisbahnen. Jeder Wirt hat fast seine Eisbahn und da wird natürlich sehr viel Eis geschossen. Ja, und für die Kinder natürlich ist es total ideal, das Eislaufen in die Ferien und auch jetzt nach der Schule immer. Der Teich ist ja zugefahren, wir haben ja mindestens 35 cm Eisdicke, Eisstärke. Und da ist es ein Sport, was wir wirklich unsere Kinder auch beschäftigen können. Abschließend kann man sagen, es ist wirklich ein schönes Fleckerl, unsere Steiermark. Was sagst du? Ich deute dieses Schweigen als ein Ja.